Er hat seinen Zivildienst in Frankreich verbracht, ist nach Malaga, nach Spanien gegangen, hat da Sprachen und Kultur studiert, nur um im Anschluss nach Maastricht zu gehen und da nochmal was Richtiges zu studieren. Dann gab es einige Jahre an Konzernerfahrung, 5 Jahre China. Und nun ist Lars Oliver Schröder schon einige Jahre wieder in Deutschland zurück, war lange für Philips tätig und ist dann dem Charme eines deutschen Startups erlegen, nämlich der Firma Xensis. Und für Xensis baut Lars jetzt Marketing und Vertrieb auf. Und mit Lars habe ich gesprochen über seinen Werdegang und über das Startup Xensis. Xensis sagt, zukunftsweisende Authentifikationslösungen sind deren Alltag und das ist auch ganz spannend. Wir leben ja in Zeiten zunehmender Digitalisierung und auch Datenschutzsensibilisierung, aber leider eben auch in Zeiten zunehmender Cyberkriminalität. Und um dem entgegenzuwirken, müssen wir uns jetzt irgendwie laufend neue Passworte merken, was eh schon schwer genug ist. Und eine schöne, einfache Lösung für das Authentifizieren käme mir persönlich zumindest gerade recht. Und Xensis hat das fertig, baut also etwas einfach zu handhaben, sehr simpel zu implementieren und am Ende ohne zusätzliche Hardware und ohne Passwort nutzbar. Sehr spannend, darüber spreche ich mit Lars und auch über, wie gesagt, seinen Werdegang und die unterschiedlichen Anwendungsszenarien, die Xensis gerade im Kontext von Smart City Lösungen hat. Mein Name ist Matthias Mett und dies ist eine neue Ausgabe des Digitale Stadtwerke Web Talks. Hallo, moin, moin, digitale Stadtwerke. Ich bin der Matti und bei mir zu Gast heute der Lars von Xensis. Hallo Lars, moin. Moin, auch von meiner Seite. Hi. Ja, schön, dass du Zeit hast und dass das geklappt hat. Und wir wollen heute ein kleines bisschen über dich und über Xensis sprechen, was ihr so macht und treibt in diesem digitalen Westernstadt, wollte ich gerade sagen. Und genau, vielleicht stellst du dich einfach mal allen vor. Also schön, dass ihr alle wieder da seid und uns zuhört. Und ja, Lars, wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Und was treibst du so den ganzen Tag? Sehr gern. Du hast mich schon richtig begrüßt mit Moin Moin. Ich bin ein Nordlicht in Lübeck geworden, also im Norden groß geworden. Dann hat es mich in die weite Welt verschlagen, war mehr Jahre im Ausland, in Spanien, Frankreich, Niederlande und Singapur. Unter anderem dort studiert, Wehrersatzdienst gemacht und ja, habe dann beruflich meine Laufbahn begonnen, habe eigentlich seitdem immer im Produktmanagement, Marketing und oder Vertrieb gearbeitet, in Rollen zunächst bei Renault Nissan in der Autobranche, bin dann zu Philips gewechselt und da hörst du schon maßgeblich bis zum letzten Jahr ein Konzernkind gewesen. In unterschiedlichen Rollen gearbeitet, bei Philips dann auch für 5 Jahre in China gewesen und dort im Produktmanagement, globales Produktmanagement gemacht und dort gearbeitet. Ja, und seit einem Jahr bin ich, wie du gerade eben schon erwähnt hast, bei der Xensis gelandet und habe also die Corporate-Welt verlassen, die Großkonzerne verlassen. Und bin jetzt bei einem jungen Startup gelandet, zu dem wir gleich noch mehr sagen werden. Nebenjob, Familie, 3 Kinder, wohnhaft in der Nähe von Hamburg. Also ich habe mich zurück in den Norden, nicht ganz nach Lübeck, aber zumindest in den Norden zurückverschlagen. Sportlich sehr aktiv, Tennis, Fußball. Ja, das sind so glaube ich, die wesentlichen Sachen, die man erstmal so als Background zu mir wissen könnte und sollte. Alles klar, 2 Minuten, das war Lars in a nutshell, wie man so sagt. Genau. Ja, cool. Okay, also du bist in Lübeck geboren, was dich ja grundsätzlich schon mal zu einem außerordentlich sympathischen Menschen macht. Und das ist ja cool. Und ja, und dann bist du hier in Lübeck wahrscheinlich auch irgendwie zur Schule gegangen und genau. Aus dieser wieder rausgekommen. Wo warst du denn auf welcher Schule hier in Lübeck? Ich war auf der Oberschule zum Dom, mitten OZB, in der Lübecker Stadt. Cool. Ja, genau. Cool. Mittendrin, altehrwürdiges Gebäude, viel Backstein, viel Geschichte. Genau, genau. Ja. Okay, große Konkurrenz zum Joanneum damals, was eher so die künstlerische Musikschule war. Bei uns stand eher so ein bisschen Wirtschaft und Sport im Vordergrund. Ja, und was mich dann auch weiter begleitet hat, mein Leben lang. Ja,
Cool. Und dann bist du danach erstmal studieren gegangen oder Ich habe das Glück und die Chance gehabt, meinen Wehrersatzdienst in Frankreich zu machen. Das war also meine erste Station im Ausland, habe dort in einem Jugendzentrum gearbeitet, dort Sprache, Kultur nebenher gelernt, bin dann noch ein Jahr nach Spanien gegangen, habe in Malaga studiert, aber so ein vorgeschobenes Studium zu, ich sage mal, Kultur und Sprache gemacht, um dann, ich sage in Anführungsstrichen, ein richtiges Studium in Maastricht in Holland zu starten. Genau. Okay, aber jetzt muss ich einmal fragen, wie kommt man dann im Wehrersatzdienst nach Frankreich? Ja, also es gibt in der Tat die Chance, sich, wie heißt das Ministerium? Naja, beim Ministerium für den Zivildienst damals noch. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht, sich zu erkundigen, wenn man dann Zivildienst machen wollte, das auch im Ausland tun zu können. Dann gibt es die Chance, wenn man sich dann darum bemüht. Ich hatte das Glück, dass sich ein Freund von mir mit dieser Thematik tiefer auseinandergesetzt hat und mich da auch so ein bisschen drauf gestoßen hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist etwas, was mich unheimlich reizen würde. Und dann ja, habe ich mich informiert und ja, ich würde mal sagen, bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, die richtige Bewerbung zu schreiben. Und dann nennt sich das dann Wehrersatzdienst, den man im Ausland abhalten kann. Es sind sogar noch 3 Monate mehr gewesen, 15 Monate. Genau, und dort Muss sich auch dann. lohnen. Ja. Aber und was hast du da gemacht? Was war der Wehrersatzdienst? Also hier macht man Ja, ja, das weiß war wie gesagt, in einem Jugendzentrum eher so die Tätigkeiten am Empfang, in der Küche und sowas zu arbeiten. nicht. Aber muss man schon sagen, nicht unbedingt die man sofort mit dem Zivildienst verbinden würde. Also es war Ja, schon alles klar. etwas weiter Cool. davon entfernt. Und dann bist du direkt von Frankreich Richtung Spanien, Malaga und hast da dann Ja, da war vielleicht ein Monat dazwischen, wo ich kurz Heimatluft geschnuppert habe, aber dann bin ich wieder zurück. Genau. Ja, cool. Ja, nicht Also zurück, sondern runter nach Spanien. Ja. Französisch und Spanisch sind jetzt also Themen, die dich nicht schocken. Wenn du jetzt also irgendwo was zu trinken oder zu essen bestellst, geht das einigermaßen flüssig, wenn ich das Genau. richtig Nee, also ich bin, habe. gut, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her. Wenn es dann wirklich um das Sprechen geht, würde ich mich immer noch als fließend in Spanisch und Französisch bezeichnen. Hier und da braucht es mal so 3, 4 Minuten, um wieder warm zu laufen. Aber für Bestellen und solche Sachen, da reicht es ohne Probleme, Das ist ja cool. Und genau. gut, okay, also das ist super spannend. Und dann Maastricht. Also es musste gleich noch ein drittes Land sein Genau. und dann da dann auch, du sagtest, ernstes oder richtiges Studium. Also das ist dann das, was du wirklich Genau. machen wolltest mit dem Ziel, da drin auch beruflich tätig zu werden. Was war das? Genau, da war es ein Und wie bist du da hingegangen? Masterstudiengang von International Business. Maastricht war schon zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland relativ bekannt, ein System zu haben, was ein bisschen ja, praxisbezogener, ich nenne es jetzt mal verschulter war, mit viel Fokusgruppenarbeit, wo man sich an Fallstudien und Ähnliches herangearbeitet hat und daran gearbeitet hat. Und das war ja eine andere Herangehensweise zu dem Zeitpunkt noch, als viele andere deutsche Universitäten das hatten. Das hat mir vom Anfang sehr gut gefallen. Und deswegen war es nicht primär im ersten Moment der Wunsch, unbedingt im Ausland zu studieren, aber es war einerseits der Wunsch, das Studium auf Englisch zu machen, also das lief alles auf Englisch ab und das Ganze so ein bisschen praxisbezogen zu haben und all das lieferte Maastricht gut. Und so weit von der deutschen Grenze war es dann auch nicht entfernt. Also man hat das eine oder andere Wochenende dann immer noch in Deutschland verbracht. Ja, alles klar. Und wie viel Niederländisch ist denn hängen geblieben bei dir im? Da zu wenig, um ehrlich gesagt zu sein. Also Okay, alles Französisch, klar. Spanisch das hat gut geklappt, die 2 Jahre davor. In den 3 Jahren Holländisch, da sind nur kleine Sachen übrig geblieben. Also ich habe, Hast du überwiegend Englisch gesprochen da, ne? genau, Englisch und dann gab es schon noch einen relativ hohen Anteil an Deutschen, 20, 25%. Und dementsprechend war man im Alltag nicht darauf angewiesen. Ja, und dann wird es auch schon ein bisschen schwieriger. Alles klar.
Und dann bist du also von Maastricht in den ersten Job reingeflogen. Genau, in den ersten Job. Das war dann geografisch gar nicht so weit weg, nach Brühl bei Köln, die Renault-Nissan-Deutschland AG. Ich habe dort anderthalb Jahre, also im Trainee-Programm, wie man es ja manchmal so macht, gestartet, im Produktmarketing bei Nissan gearbeitet. Und dann bin ich in den Vertrieb bei Renault gewechselt, wo ich dann schon nach Norddeutschland zurückgekommen bin, von Hamburg aus das Händlernetz in Norddeutschland betreut habe. Und das war eigentlich gut, aber es gab dann unterschiedliche Gründe, wo ich dann dazu gekommen bin, das Unternehmen zu wechseln, nach knapp 5 Jahren dort. Und bin dann bei Philips in Hamburg gelandet, in einem Bereich Licht, einen überall im Alltag begleitet, aber über den sich der normale Bürger und Bürgerin relativ wenig Gedanken macht, aber da passieren unheimlich, wenn man sich damit beschäftigt, unheimlich spannende Sachen, wie mit unseren Emotionen und mit durch das Licht die Thematik unterstützt wird, im Kaufverhalten, im Büro und wo auch immer. Und da habe ich dann auch wieder zuerst im Vertrieb gearbeitet, 3 Jahre lang für professionelle Lichtlösungen, also nicht das, was man so bei sich zu Hause hat, sondern eher im Büro, im Einkaufszentrum und Ähnliches. Mhm. Und bin dann von dem Vertrieb ins Produktmanagement gewechselt, was in Asien, in Shanghai saß, für weltweit. Und habe dort dann in Shanghai 5 Jahre insgesamt dort gearbeitet. Wir sind als Familie mit meiner Frau und unserem ersten 5 Monate alten Kind rübergegangen. Das ist aber auch ein Schritt, mein Lieber. Das war ein großer Schritt, das war ein Abenteuer, aber es war von Anfang an auch noch gut, dass meine Frau und ich beide Interesse hatten, ins Ausland zu gehen, was anderes zu erleben und auch so ein bisschen Asien uns gereizt hat, uns angezogen hat. Und dementsprechend hatte ich im Vorfeld schon ein bisschen so meine Fühler ausgestreckt und hatte gesagt, dass das etwas ist, was mir persönlich sehr, sehr gefallen würde. Und dann, wie ich vorhin schon sagte, dann auch dort vielleicht die richtigen Fähigkeiten mitgebracht, aber dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, um die Chance zu ergreifen. Das war dann 2011. Und in 2016 sind wir wieder zurückgekommen. Alles klar. Ja, also Hut ab. Also das macht nicht jeder, ne? So 5 Jahre Asien ist ja nun auch noch irgendwie nochmal eine andere Ecke irgendwie. Ja. Also man ist ja, oder Mann ist gut, ich bin ja wahrscheinlich irgendwie so nicht so sehr weit auseinander geburtsseitig irgendwie und ich habe also damals immer nur so eher westlich geprägt alles wahrgenommen, ne? Also weiß nicht, Urlaube sind irgendwie Richtung Westen gegangen oder Richtung Süden und vielleicht auch nochmal nach Norden, wenn man nach Skandinavien wollte oder so, aber ansonsten so ganze Kulturgeschichte, alles irgendwie mehr so US geprägt und angelsächsisch irgendwie. Ja. Und insofern, cool. Also hat da war also schon logisch, da waren auch logischerweise gerade als Familie im Alltag einige Sachen dabei, die waren nicht immer einfach. Aber es gab auch andere Sachen, die waren dementsprechend, wenn man dann auch mit einem positiven und offenen Mindset rangegangen ist und auch immer sich bewusst gemacht hat, Mensch, das ist aber genau das, was wir wollten, diese neue und anderen Erfahrungen zu haben, dann war es halt schon sehr, sehr, ich sage mal, Horizont erweiternd, hat auf viele Dinge auch neue spannende Perspektiven gegeben. Ja, und wie habt ihr China wahrgenommen, so als Land und in der persönlichen, in der Alltagssituation oder so? Das ist schwer in 1 oder 2 Sätzen zusammenzufassen. Es war auf jeden Fall faszinierend, aber nicht immer positiv. Da gibt es auch einige Aspekte, die schwer mit logischerweise mit dem zu vereinen sind, was wir hier so als normal oder als richtig betrachten würden. Es war was mich und uns am meisten überrascht hat, war, dass es vor Ort ein deutlich kapitalistisches Land
auch von den sozialen Gegebenheiten und vom Umgang miteinander ist, als man sich das hier vielleicht vorstellt. Also hier hat man sehr stark den Blick, der auch in vielen Aspekten nicht falsch ist, dass dort eine Regierung ist, die alles bestimmt und aus unserer Sicht an vielen Stellen auch nicht so, wie es sein sollte. Aber dass auch innerhalb der Gesellschaft eine sehr große Ellenbogenmentalität herrscht. Und das war die Familie als solche etwas ist, wo ein Zusammenhalt da ist, aber in dem Moment, wo es über die Familie hinausgeht, dann muss man immer drauf gucken, wie man jetzt Familie definiert. Manches größer, manches kleiner, aber dass darüber hinaus große Ellenbogen ist und das in der Gesellschaft insgesamt so, dass das einzelne Leben nicht so viel Wert hat wie bei uns. Das ist eine sehr krasse Formulierung natürlich, aber um ein Beispiel zu nennen, ist es im Alltag, wenn dort ein Krankenwagen versucht, irgendwo durchzukommen, der wird nicht vorbeigelassen. Also da geht keiner zur Seite oder die Autos fahren zur Seite. Das ist den restlichen Chinesen in dem Moment schlicht egal, dass da jetzt ein Problem sein könnte. Und das sind Erfahrungen, die an manchen Stellen so ein bisschen ein anderes Bild mit sich bringen. Interessant. Mhm. Also, ja, cool. Und dann lief das sozusagen dann aus irgendwie nach 5 Jahren? War das ein geplanter Zeitraum oder hast du irgendwie nach 5 Jahren gesagt, jetzt ist mal wieder Zeit? Nee, das war schon eher von uns und von mir getrieben, dass wir gesagt haben, so jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir auch wieder nach Hause wollen, durch Familie, Freunde, über einen längeren Zeitraum im Ausland, insbesondere mit Zeitverschiebungen, 7 Stunden Zeitverschiebung, merkt man immer mehr, dass man eigentlich nicht mehr am Alltag des restlichen oder der Freunde, Familie stark teilhaben kann. Wir hätten länger bleiben können, jobmäßig, aber haben bewusst dann auch, war immer von uns so gedacht, dass es ein Zeitraum sein würde, wobei nie klar war, ob jetzt 3 oder 7 Jahre, aber irgendwo war dann die Zeit gekommen, dass wir es nach und nach forciert haben, wieder zurückzugehen. Im Joballtag ist nicht immer so alles einfach. Es war dann noch so, dass wir als Familie schon zurückgegangen sind, aber ich wirklich noch 5 Monate, 6 Monate gependelt bin und den Job dort noch zu Ende gemacht habe. Zwar schon einen neuen Job in Aussicht hatte im Philips-Konzern, aber das halt nicht von heute auf morgen umsetzbar war. Aber grundsätzlich war es gewollt, wieder zurückzugehen. Ja. Naja, wie hat es ja gesagt, ihr hattet euer erstes Kind dabei, ne? Wenn ich das jetzt so richtig mit 5 genau. Monaten hin, dann noch vor der Einschulung wieder zurück. Genau, und effektiv mit 3 Kindern nach Hause gekommen, genau. Okay, alles klar. Also war ein fruchtbarer Auslandsaufenthalt. Es war in jeder Hinsicht, wie soll man sagen, produktiv, genau. Ja, sehr cool, alles klar. Ja. Und dann bist du dann, danach bist du erstmal noch bei Philips geblieben und hast dann weiter im Vertrieb dann gearbeitet für aber den deutsch-österreichisch-schweizerischen Raum, also den Dachmarkt, wie man immer so schön sagt, dort dann aber ein Vertriebsteam von 23 Leuten geführt, die für die unterschiedlichen Aspekte bei Großkunden im industriellen Logistik- und Bürobereich verantwortlich waren. Und das dann von 2016 bis 2020 gemacht. Ja. Und dann mich mitten in Corona verändert. Das muss man auch erstmal machen. Jetzt kommt Corona, schlägt also zu. Niemand geht mehr in Büros. Alle Welt geht in die Homeoffices, wo wir jetzt auch gerade sitzen, würde ich mal vermuten. Und dann sagst du, okay, da kommt dir so ein Startup um die Ecke gerannt und total cool. Ich habe mein Berufsleben in Konzernen verbracht und in Riesenstrukturen und jetzt habe ich mal Bock auf was. Genau. Frisches und risikobehaftetes. Ja, genau. Also genau, natürlich, da steckt dann so ein gewisser Prozess hinter. Also zunächst kann man sagen, ich war nicht der Konzernwelt oder des Konzerns Philips als solches müde. Ich war immer sehr zufrieden dort. Also es war jetzt nicht eine Unzufriedenheit, die mich irgendwo rausgetrieben hat. Aber es war die Faszination von etwas anderem, von etwas Neuem in dem Fall. Und habe so
Während des Studiums schon immer mal gedacht, Mensch, es wäre schön, irgendwann mal noch was Eigenes zu tun, was Eigenes aufzubauen. Und muss aber dann sagen, über die Zeit, vielleicht auch nicht den notwendigen Mut an der einen oder anderen Stelle gehabt, das zu tun. Und dann in der Tat November, Dezember 2019 auf das Unternehmen oder Startup Sciences aufmerksam geworden, dann mich mit den Gründern unterhalten, mehrfach unterhalten. Und dann ist irgendwo die Situation gereift, Mensch, das ist zwar nicht in Anführungsstrichen jetzt sofort mein Baby, was ich jetzt gründe, aber da ist noch so viel, da ist zwar ein zu dem Zeitpunkt nahezu fertiges Produkt dort, aber da gibt es noch genügend Themen aufzubauen im Vertrieb, im Way-to-Market, wie man es darstellt und so weiter, an den ganzen internen Prozessen. Da kann ich so viel auch praktisch mit Hand anlegen und Dinge helfen zu formen, dass das zumindest sehr nahe kommt an das, was da mal als Idee schon während des Studiums da war. Dass mehr und mehr die Idee oder der Gedanke gereift ist, Mensch, wenn ich das auch jetzt nicht tue, unter den Bedingungen, dann würde ich es wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben machen. Und dann, klar, das war nicht eine Entscheidung, die von heute auf morgen ging, aber das ist mehr und mehr gereift. Und dann habe ich die Entscheidung geschlossen und habe, das weiß ich noch ziemlich genau, im März gekündigt, an einem Mittwoch. Und am Freitag sind wir alle in Lockdown gegangen. Also ich habe gerade noch mal persönlich die Kündigung eingereicht, aber das war dann auch schon eigentlich in Person gegenüber Kollegen, Mitarbeitern, Chefs und so weiter. Eines der letzten Treffen, das man hatte. Und dann danach waren es eigentlich 3 Monate noch dann von zu Hause. Das war nach insgesamt 12 Jahren, die ich bei Philips, zum Schluss hieß der Lichtbereich von Philips Signify, war gefühlt jetzt nicht der ideale Abschluss und Abgang, weil viele Leute dort waren, von denen man sich gerne nochmal persönlich verabschiedet hätte und so weiter. Aber so war die Situation und so ist sie anscheinend. Und wie bist du den Sciences-Kollegen über den Weg gelaufen oder überhaupt der Firma Sciences begegnet? Also was von gelesen oder Messe? Oder ich bin über einen Freund auf die aufmerksam geworden, auch ein Studienkollege aus Maastrichter Zeiten, der heute auch immer noch ein enger persönlicher Freund von mir ist. Der hatte mir von denen erzählt, der ist auch im Vertrieb und beratend unterwegs und hatte auch mit den Kollegen von Next Sciences diskutiert, ob er sie an der einen oder anderen Stelle vertreten könnte oder ihnen weiterhelfen könnte. Der hatte, wie gesagt, mir davon erzählt, dass die jemanden suchen für den Vertrieb und auch fürs Marketing. Und so bin ich dann an die Kollegen rangekommen. Genau. Cool, ja. Also, dass so ein Startup natürlich insgesamt auch reizvoll ist, weil natürlich viel Gestaltungsraum da ist und das hat natürlich, ich sag mal, das Korsett ist nicht so eng wie in einem Konzern, ohne dass ich das irgendwie despektierlich meine. Also, es kann ja auch sehr angenehm sein zu wissen, wie die Regeln sind und wie die Strukturen sind und alles ist fertig und aufgebaut und man kann da drin eben sich sehr gut bewegen. Es ist halt jeder muss für sich selber entscheiden, wie er arbeiten möchte und so. Aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass das Gefühl, cool, da macht sich eine neue Welt auf und da gibt es eben viel Raum zum etwas noch rein erfinden auch in so ein Unternehmen und ausprobieren. Ja. Und dann, was darüber hinaus ist so dein, so der Trigger gewesen, der darüber hinaus noch irgendwie gesagt hat, okay, so ein kleines bisschen Sicherheitsbedürfnis kann ich mir vorstellen, hast du mit 3 Kindern und verantwortungsvoll wie du bist, so kann ich mir vorstellen, dass du nicht einfach sagst, okay, Arschbombe rein, scheißegal, was passiert, sondern irgendwie musst du ja sicherlich das Geschäftsmodell und das auch entsprechend angesprochen haben. Ja. Mhm. Genau, also ich würde insgesamt sagen, da gab es 2 Aspekte. Das eine ist, dass das Thema, womit sich die Firma beschäftigt, inhaltlich mich total angesprochen hat. Kommen wir gleich noch drauf, aber es geht in dem Sinne sehr stark um,
um es mal einfach erstmal zu sagen, um den Ersatz von Nutzername Passwort mit einer passwortlosen digitalen Lösung. Und jeder von uns weiß, mit wie viel Passwörtern man tagtäglich konfrontiert ist. Da konnten mir die Gründer zunächst erstmal sehr klar machen, dass die Lösung, die dort zum Einsatz kommt, deutlich nutzerfreundlicher und deutlich sicherer ist als das, was man gemeinhin bis dato nutzt. Also das Thema hat mich angesprochen, dass es dort auch wirklich einen Bedarf ergibt am Markt. Und in der Tat als zweites, dass ein gewisser Reifegrad einerseits hinsichtlich des Produkts erreicht war, aber auch hinsichtlich der ersten Marktpositionierung. Und da ist maßgeblich zu nennen, dass das Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon eine Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen hatte, weil das Land gesehen hat, dass die Lösung im Kontext von Verwaltungsdienstleistungen eine interessante Rolle spielen kann und soll. Und dementsprechend gab es so die Mischung aus den Aspekten Thema interessant, Produkt nahezu marktfähig und auch die erste positive Resonanz vom Markt, was dann so die notwendige gewisse Sicherheit gegeben haben, dass das dass das eine Kuh ist, die fliegt. Eine Familie mit drei Kindern auch nachhaltig ernähren kann. Und zwar einen gewissen Risikofaktor ohne Frage mit sich bringt, aber noch einen überschaubaren. Genau. Ja, also ich finde das ja auch spannend. Also wir haben uns ja auch eben nicht persönlich kennengelernt, sondern über unsere Firmenverbindung sozusagen. Vielleicht schwenken wir einfach mal dahin. Also Xensis ist gegründet 2017 oder so, kann es sein? 16. 16 gegründet. Ja. Mit dem Ziel, was du gerade gesagt hast, nämlich das Thema Username und Passwort neu zu denken und Authentifikationslösung anzubieten, die eben userfreundlich ist. Hast ja auch gerade gesagt, kennt wirklich jeder. Wenn ich mir überlege, ich habe jetzt hier so ein Passwort-Safe, so ein kleines Programm, mit dem das dann läuft. Da sind, ich weiß nicht, wie viele hunderte Passworte drin. Man hat halt einfach irgendwie den Überblick, den verliert man relativ schnell, was das angeht, außer man nimmt überall das gleiche Passwort, was zu bekannten Problemen führen kann. Ja, wie würdest du dann die Zielgruppe beschreiben, also nutzen sollen es ja Nutzer, also Menschen wie du und ich, die in ihrem privaten oder auch geschäftlichen Umfeld irgendwie einfach Dienste im Internet in Anspruch nehmen und sich dafür anmelden müssen. Das sind aber ja nicht eure Kunden, ihr verkauft das ja nicht an den Endkonsumenten, der da zu Hause privat sitzt und sich mit dem iPad irgendwo einloggt, sondern ihr habt Geschäftskunden. Genau. Wer ist das? Wer kauft euch ein? Das ist mit einer der spannendsten Fragen auch in der letzten Zeit gewesen. Und nicht, weil es so schwierig ist, potenzielle Nutzer oder Kunden dafür zu finden, sondern insbesondere als Startup bei so einem Themenfeld erstmal den richtigen Fokus zu finden, mit dem man zunächst mal arbeitet und startet. Weil man kann links anfangen, man kann rechts anfangen und das Potenzial, was da drin steckt oder der potenzielle Markt wirklich, wirklich riesig und breit ist. Und in dem Kontext vielleicht nochmal einmal kurz zurück, weil auch der Werdegang da eine bestimmte Rolle spielt. Also du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, 2016 gegründet. Und es war eine Ausgründung aus der Wissenschaftlichen Hochschule für Internetsicherheit. Und das erste Projekt, an dem man gearbeitet hat, ist, wie man sich möglichst nutzerfreundlich und sicher an E-Ladesäulen anmelden kann als Nutzer. Okay. Und dort hat man versucht, mit dem Personalausweis eine Lösung zu finden. Und nur ist damals darauf gestoßen, dass der Personalausweis in der Handhabung einfach nicht nutzerfreundlich war. Einfach keine große Verbreitung bis dato hat. Also die Authentifizierungsfunktion oder digitale Authentifizierungsfunktion des Personalausweises. Und das war der Startpunkt, dass man gesagt hat, okay, wir
Wir wollen eine digitale Lösung schaffen, die eine neue Alternative ist, um unter anderem für den Aspekt eine Authentifizierung darzustellen. Und dort ist man dann beim Smartphone gelandet als eine Hardware, die keine, in dem Sinne für den Nutzer, keine extra Hardware ist, sondern nahezu jeder Nutzer mittlerweile hat. Und darum etwas zu bauen, was oder zu kreieren, eine Software, eine Infrastruktur, die ermöglicht, sich damit digital und passwortlos zu authentifizieren. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Und dann hat man in der Tat fast 3 Jahre maßgeblich damit verbracht, das Produkt marktfähig zu machen. Zwar immer unterschiedliche Piloten gemacht, unter anderem mit E.ON, auch mit dem Volkswagen-Konzern, und dort unterschiedliche Pilotprojekte gemacht. Aber am Ende des Tages unter anderem dann, wie gesagt, die Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen bekommen, nicht nur das Produkt weiterzuentwickeln, sondern auch ein konkretes Ziel damit verbunden, nämlich eine Lösung zu schaffen, die Basis für die Authentifizierung auf einem gewissen Sicherheitsniveau ist, um als Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsdienstleistungen wahrnehmen zu können. Und naja, da sind wir einerseits als Land, arbeiten die unterschiedlichen Gemeinden, Kommunen, Städte daran, diese ganzen Verwaltungsdienstleistungen erstmal zu digitalisieren und wirklich online darzustellen. Aber gleichzeitig braucht man dann halt auch die richtige Lösung, um sich dann online vorm PC auch damit, ich sag mal, ausweisen, authentifizieren, anmelden zu können. Und da ist einfach Nutzername, Passwort als Lösung nicht ausreichend. Für ganz hochwertige Themen, sag ich mal, braucht man immer noch den Personalausweis. Aber für 90% der Lösung kann man dann unsere Lösung oder der Verwaltungsdienstleistung kann man unsere Lösung einsetzen. Und dementsprechend ist in dem Kontext, haben wir ein sehr starkes Standbein in dem öffentlichen Bereich geschaffen, also im Kontext von Städten, Gemeinden. Ja. Und dann zurück zu deiner Frage, ist die Lösung, die wir haben, auch extrem spannend, um sich als Mitarbeiter gerade in der neuen Homeoffice-Situation durch Corona Software-Ressourcen oder Ähnliches anzumelden. Ja, das ist sie. Aber wir können als junges Unternehmen halt nicht alles gleichzeitig angehen. Und dementsprechend haben wir uns, jetzt könnte man sagen, boah, der öffentliche Bereich und Startup, das ist ja etwas, was das erstmal zusammenfinden Wasser, ne? muss. haben wir uns dann aber bewusst diesen Bereich weiter ausgesucht und erstmal als unseren Fokus definiert. Zumal wir die Authentifizierungslösung und jetzt ein bisschen noch was technisch ergänzen. Wir können uns damit nicht nur am PC oder am Mobiltelefon authentifizieren, sondern wir können auch die Lösung nutzen, um uns an Schließfächern oder wie der Ursprung war, an E-Ladesäulen und Ähnlichem zu authentifizieren. Und es gibt ja auch von vielen Städten forciert und von der Bundesregierung unterstützt unterschiedliche Smart City Programme und Smart City Themen und da haben wir uns also mit dem Einstiegspunkt öffentlicher Verwaltung und mit den technischen Möglichkeiten in einer sich digitalisierenden Stadt, in einer Smart City, im Laufe des letzten Jahres, in dem ich dort bin, jetzt nicht nur vornehmlich, sondern maßgeblich auf den Markt der Smart City fokussiert und beschränkt. Und dementsprechend sind heute unsere primären Kunden oder Interessenten ja Städte oder die Länder, die diese sogenannten Servicekonten verantworten, aber auch kommunale Anbieter, Stadtwerke, Energiedienstleister, Mobilitätsanbieter.
oder Anbieter, die jetzt im Kontext Smart City-Plattformen, Apps anbieten, um in dem Bereich aktiv zu sein. Ja. Wir haben zwar auch noch mehrere Projekte, wo es dann wirklich eher um B2B-Plattformen geht, also meistens in einem Kontext bei Unternehmen, die File-Sharing-Plattformen oder Ähnliches haben, wo der sichere Zugriff auf die Daten von hoher Bedeutung ist. Aber maßgeblich liegt der Fokus auf dem Thema Smart City und den wesentlichen Playern, die in dem Bereich unterwegs sind. Genau. In dem Zusammenhang ist natürlich auch so eine tolle Vision, dass man, wenn ich jetzt auf einer Smart City Plattform viele unterschiedliche Dienstleister oder Serviceeinheiten, wie man es auch immer nennen soll, finde. Das können unterschiedliche Behörden sein in der Stadt. Das können aber auch städtische Unternehmen sein, wie eben ein Stadtwerk oder kommunale Unternehmen. Dann ist es natürlich besonders schön, wenn man sich überall mit dem gleichen Login sozusagen, mit dem gleichen Authentifikationsverfahren anmelden kann. Und dadurch gewinnt man, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und Kundennähe. Und insofern finde ich das auch gut, dass ihr das macht, weil häufig ist ja so aus der Vergangenheit, jetzt hört sich das böse an, wenn ich das sage, aber wenn Kommunen und die öffentliche Hand selber Lösungen versucht zu entwickeln, werden die meistens sehr verkopft, habe ich so den Eindruck. Mhm. Und insofern ist das ja eine coole Sache. Du könntest vielleicht einmal schildern, wie funktioniert das eigentlich, wie stellt sich das eigentlich für den Benutzer dar, wenn der jetzt sich mit eurem System anmeldet und registriert? Und so. Also klar, bevor der Nutzer die Benefits vollends nutzen kann, ist Arbeit von uns zu tun, mit den unterschiedlichen Anbietern, seien Stadtwerke oder kommunale Anbieter oder die Städten, in die diversen Plattformen, die es so gibt, zu integrieren. Also oftmals gibt es ja systemtechnisch, sagen wir mal zumindest mehr und mehr, arbeiten viele der Städte daran, die Systeme, die im Hintergrund arbeiten, miteinander interoperabel zu machen, sodass der eine davon weiß, was der andere tut. Aber an vielen Stellen in der Tat noch nicht die wie du eben gesagt hast, die einheitlich so für den Nutzer dann gegeben ist. Und das ist genau unser Ansatzpunkt, zu sagen, okay, hier ist ein Login, den ich für die unterschiedlichen Aspekte innerhalb der Smart City nutzen kann, um mich nicht überall neu und unterschiedlich anmelden muss. Im Grundsatz ist es nachher so, dass die meisten Plattformen, die es gibt, ich sage nicht alle, aber die meisten Plattformen haben vom Identitätsmanagement, also vom Nutzermanagement, arbeiten die an den meisten Stellen mit Standardschnittstellen, und an diese Standardschnittstellen können wir uns andocken. Und wenn dann der Nutzer sich einmal bei uns registriert und dafür eine App runterlädt, und natürlich er weiterhin dann Kunde von der Mobilitätsplattform oder von der Smart City App oder Ähnlichem ist, dann über die App sich dann einzuloggen oder gegenüber den unterschiedlichen Services zu authentifizieren. Das ist das Kernmerkmal für den Nutzer, dass wir uns, wenn man sich jetzt einfach eine Internetplattform vorstellt und normalerweise dort landen würde und sagen, Mensch, logge dich mal mit Nutzernamen und Passwort an, dann steht da bei den einigen Städten, Gemeinden mittlerweile, okay, du kannst dich auch mit KleinMe, so nennt sich unsere App, einloggen, und dann funktioniert danach der Vorgang komplett passwortlos und ohne Nutzername, Passwort. Und dementsprechend, umso mehr Themen wir besetzen, umso mehr wir integriert sind, umso höher ist dann natürlich auch der Benefit für den Nutzer. Heißt das, wenn ich diese KleinMe-App auf meinem Smartphone habe, ich habe mich also einmal bei euch sozusagen angemeldet, kann ich mich dann mit demselben Login bei jedem, der sozusagen mit euch arbeitet, anmelden? Also wenn das jetzt, ich nenne jetzt mal, weiß nicht, Gemeinde A, also hier, wie heißen sie noch,
die, ich wollte gerade sagen, die spanischen Städte, wo die eine noch abwäscht und die andere schon. Villarriba und Villabajo. Villarriba und Villabajo, genau. Also genau. In Villarriba seid ihr am Start und in Villabajo auch. Und jetzt habe ich mich in dem Zuge sozusagen bei euch angemeldet. Kann ich mich dann auch in Villarriba anmelden? In der Theorie schon, ja. Aber grundsätzlich ist wichtig zu wissen, wir sind von der Lösung her, wir sind niemand der Kundendaten, zumindest Status quo heute, wir sind niemand der Kundendaten managed. Das heißt, die Hoheit über die Daten liegen weiterhin bei dem Unternehmen oder der Stadt oder wie auch immer, dem kommunalen Anbieter. Also wenn eine Stadt einen Kunden hat, der oder ein kommunaler Anbieter Stadtwerk einen Kunden hat, der Max Müller heißt, dann liegen die Kundendaten zu Max Müller bei dem kommunalen Anbieter und nicht bei uns. Wir sind nur ein Authentifizierungsservice, der dann sagt, aufgrund von verschlüsselten digitalen Zertifikaten, derjenige, der sich gerade einloggen will, das ist wirklich Max Müller. Und dementsprechend sind wir heute nicht dort diejenigen, die, sag ich mal, jetzt mal bewusst so bildlich gemacht, die von Stadt A Nutzerdaten rausziehen und dann Stadt B weiterleiten. Die Basis ist immer, dass es die Nutzerdaten in der Stadt schon gibt oder bei dem kommunalen Anbieter und dass sie abgeglichen werden können. Aber wenn der Nutzer, die Nutzerin in beiden Städten bekannt ist, dann funktioniert unser System. Genau. Okay, das würde ja auch bedeuten, also hypothetisch gibt es eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, die eine City-Plattform installiert und baut. Ja. Und dort schließen sich unterschiedliche Konzerngesellschaften an und wir realisieren einmal mit Xensis den Login in die erste Konzerngesellschaft, sodass dort ein vorhandenes Kundenportal benutzt werden kann, eben genau über diesen Weg. Mhm. Und jetzt kommt die zweite Konzerngesellschaft und sagt, weiß nicht, das Stadtwerk ist als erstes da und sagt, das, so regeln wir das. Und als zweites kommt, weiß ich nicht, ein anderer, die Müllentsorger sozusagen, ja, und sagen, hier hast du auch ein Konto, ist halt nicht eins, sondern sind zwei. Und wir schließen uns aber dort an und nutzen den gleichen XeinMe-Account. Ja. Und dann kommt Lars und loggt sich ein und sieht, tada, eine Woche nachdem er das erste Mal drin war, sieht er auf einmal, oh, ein weiterer Service. Ich kann auf einmal auch auf was anderes zugreifen. Genau. So kann ich nachher immer mehr Dienste in einer City verschränken und sozusagen über einen Login erfahrbar und nutzbar machen, wie auch immer das nachher in dem Portal aussieht. Das ist noch ein anderes Paar Schuhe, glaube ich. Ne? Genau, aber das ist genau das Prinzip. Ja. Ja. Und das wiederum, und das noch, dadurch, dass wir bestmöglich versuchen, das Thema Nutzerfreundlichkeit und auch Sicherheit zu verbinden, wie gesagt, auch für komplett unterschiedliche Dienste, die man sonst nicht auf einem gleichen Niveau irgendwo abgebildet hätte. Also, aber genau. Okay. Und jetzt haben wir über die Lösung gesprochen. Ich habe parallel noch mal ein kleines bisschen in meinem Netzwerk rumgefummelt, weil ich hier gerade das Gefühl hatte, meine Netzwerkverbindung kippt weg, was irgendwie meine Kamera langsam macht. Aber ich hoffe, du kannst mich noch gut hören zumindest. Ja, ich kann dich hören, ja. Sehr schön. Wenn du jetzt so mal Meilensteine siehst, so aus dem vergangenen Jahr und welche, die noch vor euch liegen, kannst du da so ein, zwei rausgreifen und sagen, okay, das ist jetzt so ein, das sind so ganz wichtige Punkte im Leben der Xensis. Also in dem Kontext, den ich schon beschrieben habe, Förderung durch das Bundesland NRW, das war sicherlich in dem Kontext auch hinsichtlich öffentlicher Verwaltung, Smart City, einer der wesentlichen Meilensteine oder Pfeiler, der uns auch in die Richtung gebracht hat, wo wir sind. In dem Kontext ist es uns jetzt gelungen, drei wesentliche Städte noch mit eigenen Lösungen NRW für uns zu gewinnen, Gelsenkirchen, Aachen, Duisburg und in Kürze wird hoffentlich eine weitere Stadt aus Nordrhein-Westfalen noch dazukommen, da kann ich aber jetzt noch nicht drüber sprechen, weil es noch nicht alles unterschrieben ist, wo dann viel stärker auch das, was ich eben beschrieben habe, das Thema
aus dem Verwaltungsdienstleistungen in die Smart City reingeht und wo dann auch diese physischen Cases sich an einem Locker zu authentifizieren oder ähnlichem da jetzt dazukommen. Sonst von den Meilensteinen des letzten Jahres würde ich auch sagen, war es wichtig für uns als junges Unternehmen, den vorhin schon genannten Fokus zu setzen, nicht alles gleichzeitig zu versuchen, weil dann sieht man ganz, ganz viele Bäume, aber man sieht den Wald nicht mehr und kommt auch in dem Sinne nicht voran. Und gleichzeitig daran zu arbeiten, nicht alles selbst zu versuchen, sondern auch ein Partnernetzwerk aufzubauen, das gemeinsam, das in dem Sinne die gleichen, nicht zu hochtrabend sein, aber die gleichen Werte hat, die das Thema ohne Passwort zu arbeiten spannend finden, in ihrer Vermarktung an Kunden, natürlich primär, wie gesagt, im Kontext der Smart City. Aber auch so ein Thema der Business-to-Business-Plattform, wo wir jetzt einige Partner gewinnen könnten, die mit uns das Thema weiter vorantreiben. So, und dementsprechend Meilenstein, die Schärfe zu schaffen. Smart City ist das, was wir mit unseren eigenen Aktivitäten ganz stark treiben wollen, wo wir auch die starken Ansatzpunkte haben. Und über Partner auch das Thema Business to Business und vielleicht irgendwann auch mal wirklich im Unternehmenskontext zu agieren. Das würde ich sagen, sind die maßgeblichen Themen. Und natürlich, kurz bevor ich bekommen bin, dass wir wirklich ein fertiges Produkt haben, was man in Anführungsstrichen off the shelf an jemanden verkaufen kann, dass nicht alles mehr irgendwelche Sonderentwicklungen sind, die wir tun. Also ihr habt mittlerweile sozusagen Standard-Rollout, wo man sagt, jetzt ich verkauft und ich habe einen verlässlichen Zeitplan, wann es ist implementiert, welchen Funktionsumfang hat es, ist es dokumentiert, Leute können damit umgehen und verstehen, was es macht. Ja, genau. Dass wir es auch so geschärft haben, das habe ich bis dato eben noch nicht angesprochen, wenn wir von unserer eigenen App gesprochen. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere Lösung über ein sogenanntes Software Development Kit, SDK, in andere Apps zu integrieren. Also, dass wenn eine Stadt eine neue City oder Smart City App von sich aus launcht, dass wir sagen, okay, da muss man nicht unbedingt dann unsere Lösung als App parallel dazu nutzen, sondern wir können uns auch entsprechend mit integrieren, sodass wir eher im Hintergrund operieren. Genau. Genau, so geschehen in Duisburg, also auch gerade tatsächlich einigermaßen frisch die App im Store, was ganz cool ist und es funktioniert und es wartet jetzt drauf, sozusagen dahinter größer zu werden, was dann auch ein schöner Case ist und vielleicht an anderer Stelle nochmal etwas breiter ausgerollt werden kann von uns. Genau. Ich bin ganz, angetan von eurer Lösung, von der Denke und von dieser Nutzerfreundlichkeit. Also ich finde das einfach genau der richtige Weg. Gerade mit älter werdenden Gehirnen kann man sich immer weniger Passworte merken und sowas. Das ist irgendwie sehr schön. Jetzt haben wir die Lösung einmal so skizziert oder hast erklärt, was das macht, wohin das geht und so. Und jetzt hatte ich vorhin die Zielkunden angesprochen. Anwendungsfall, Smart City, ja. Ich weiß, wie das ist im Vertrieb. Man kann natürlich, oder man hat immer den Wunsch, die richtigen Leute kennenzulernen. Und diejenigen, die jetzt einfach sagen, ja, ich habe hier gerade genau dieses Problem vor der Nase und ich möchte da eine Lösung für haben und stell mir mal vor, was du hast. Jetzt ist Smart City ein sehr großes Wort. Ja. Und ich kenne das selbst. Wir sind hier bei den digitalen Stadtwerken und haben natürlich jetzt hier Content für Stadtwerke und ich bin oder erlebe ja auch immer wieder, dass Stadtwerke als Infrastrukturentwickler von Kommunen, von Städten einfach die Ersten sind, die gefragt werden, wenn es um Breitbandausbau, wenn es um irgendeine Ladeinfrastruktur in der Stadt geht und so weiter. Da sind Stadtwerke einfach die technischen Profis, die das einfach auf die Kette kriegen können. Wen rufst du an, wenn du jetzt nach einem Lead suchst, wollte ich gerade sagen? Ja, weniger den Bürgermeister, oder?
Absolut. Im ersten Moment weniger den Bürgermeister. Ich meine, wir gucken uns schon aufgrund der Gegebenheiten und der Zugänge, die wir haben, die Städte mit an und haben auch die oftmals sehr gute Verbindungspunkte zu den, naja, wie sie mittlerweile heißen, CIOs, CDOs oder wie auch immer von den Städten. Aber wir sehen schon, dass also wo wir immer, glaube ich, einen guten Mehrwert bringen können, dass unsere Company originär oder im Kern eine Cybersecurity, ein Cybersecurity-Fachunternehmen ist, sagen wir so. Wir haben von den etwas mehr als 30 Leuten, die bei uns arbeiten, sind über 70% Cybersecurity-Spezialisten. Und wir sehen gerade in dem Markt, genau wie du es beschrieben hast, an vielen Ecken sind die kommunalen Anbieter, die Stadtwerke, diejenigen, die von dem, was sie bis dato maßgeblich gemacht haben, Versorgungsdienstleistungen darzustellen, jetzt in eine Rolle kommen, wo sie die unterschiedlichen Themenfelder der Smart City belegen sollen. Und dort, und das auch mit, gut, es gibt immer Unterschiede, aber mit grundsätzlich großer Dynamik und Drang tun, aber wo nicht unbedingt immer die größten Kompetenzen im Kontext Cybersecurity vorhanden sind und wo auch nicht die größten Kompetenzen vorhanden sind, was Kundendatenmanagement betrifft. Und das sind schon, das sind zwei der Kernkompetenzen, die wir auf jeden Fall mitbringen. Und zusätzlich dazu natürlich die eben genannte Produktlösung. Und dementsprechend, ja, ob das dann auch bei den Stadtwerken ein CDO, CIO ist, an unterschiedlichen Stellen heißen sie dann anders. Aber die Ansprechpartner sind schon diejenigen, die maßgeblich mit den notwendigen Projekten für die Umsetzung von Smart City-Themen verantwortlich sind. Das sind unsere Kernansprechpartner. Und das, was wir mit einbringen, ist das, was ich gerade eben gesagt habe, was bei den einen Städten mehr, bei den anderen Städten weniger Kompetenzen sind, die wir gut ergänzen können. Und ich glaube, an vielen Stellen halt auch, bis über die letzten Jahre gelernt haben, von Nutzersicht drauf zu gucken. Wir gucken nicht von Systemsicht drauf, sondern wir gucken drauf, was braucht der Nutzer, Bürgerinnen und Bürger, um die unterschiedlichen Services dann auch wirklich in der Breite nutzen zu können und zu wollen danach. Ja. Ja. Okay, also ich habe so das Gefühl, meine Kamera ist jetzt ganz in den Zeitlupenmodus. Also passend zu Olympia bin ich jetzt im Zeitlupenmodus unterwegs. Du hast da zwei spannende Themen tatsächlich angesprochen. Cyber Security schafft in meinem Kopf den Link zu Emanuel Erhardt, der in einer der nächsten Folgen was dazu nochmal speziell sagen kann. Der ist nämlich seines Zeichens von More Privacy stark darauf fokussiert, auf Datenschutz, aber ja, eben halt auch so Hackerangriffe mit Erpresserabsicht, das sind so Dinge, die zu seinen täglichen Aufgaben gehören und er erfreut sich einer stärker werdenden Fangemeinde, was erschreckend aufzeigt, dass es auch im Cybersecurity-Bereich eine Menge Dinge gibt, die noch geklärt werden müssen. Absolut. Und das andere ist eben, ja, bei Stadtwerken sehe ich das halt auch oft, da will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich kenne Unternehmen, deren Cybersecurity-Maßnahmen daran bestehen, den Netzwerkstecker zu ziehen. So sinngemäß, je weniger passieren kann, desto besser ist das. Ja. Und genau, also insofern ganz wichtiges Thema. Und Kundendatenmanagement, da haben wir halt auch oft die Situation, dass natürlich in unheimlich vielen Silos viele unterschiedliche Kundendaten vorliegen und man unter Umständen als ein Unternehmen schon zwei Portale oder drei Portale eigentlich braucht, um die Kunden irgendwie abzuholen, was mindestens eine Single-Sign-On-Lösung, im besten Fall auch das Zusammenführen von Kundendaten notwendig macht. Ja. Auch noch viel zu tun, ne? Genau. Und was viele nicht wissen, aber das ist dann wirklich so,
80% der Hackerangriffe, die es weltweit gibt, sind darauf zurückzuführen, dass irgendjemand den Zugang zu Nutzernamen, Passwort von irgendeinem User bekommen hat, um damit ins Netz, ins Netzwerk zu kommen. Dementsprechend ist es auch dort ein grundsätzliches Thema, nicht nur von unserer Lösung, sondern von dem Angang zu sagen, okay, wir brauchen eine Lösung, die das Thema Passwörter abschafft, weil das ein Haupteinfallstor für diese Hacker, gerade eben genannten Hacker ist, genau. Ja. Also ich fasse mal zusammen, wir haben überall einen großen Zug hin Richtung Smart City und clevere Dienste sozusagen im kommunalen Umfeld und Plattformbestrebungen an vielen Ecken und Enden. Eure Lösung schafft eine deutlich erhöhte Sicherheit durch Abschaffung von Benutzername, Passwort, aber eben halt auch eine sehr, sehr hohe Benutzerfreundlichkeit und Kundenfreundlichkeit, dadurch, dass es eben einfach zu bedienen ist und eben nicht die grauen Zellen unbedingt braucht, sondern einfach das Device und einmalige Registrierung. Ich glaube, wir haben eine Menge Projekte vor der Nase, die jetzt in Deutschland so nach und nach entstehen, gerade im Smart City-Bereich. Die großen Städte fangen halt an. Viele kleinere werden nachziehen und werden sicherlich auch auf die Lösungen größerer Städte wiederum aufsetzen können und aus den Erfahrungen profitieren. Ich würde den Podcast ungerne beenden, ohne noch ein Commitment von dir abzuholen. Und zwar, lass mal hören. Machen wir den nächsten Stadtwerke Innovators Day zusammen mit dem EFM-Netzwerk und auch mit Timo Eggers, den du vielleicht auch noch kennenlernen willst, beziehungsweise vielleicht kennst du ihn schon, aber vielleicht lernst du ihn noch kennen. Den werden wir am letzten Donnerstag im Januar 2022 haben. Das müsste der, muss man ganz schnell in meinen Kalender gucken. Fürchterlich, ich habe das nicht präsent hier. Mal schnell vorklicken bis Januar. Das müsste dann sein der, tada, 27. am 27. Januar. Und wir haben es die letzten Male oder beim letzten Mal so gemacht, dass wir unterschieden haben zwischen einer Keynote und einer Masterclass. Und eine Masterclass ist ein Vortrag zusammen mit einem Kunden. Vielleicht gehst du mit einem Kunden mal in Klausur und überlegst mal, eine Masterclass zu machen. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil es einfach noch ein bisschen mehr Praxisbezug, nochmal Nähe dran hat, vielleicht auch nochmal eine Sicht des Kunden auf die gesamte Aufgabenstellung und auf die Lösung. Ich glaube, dass das insgesamt allen, die hoffentlich hier zahlreich zuhören und zuschauen, nochmal hilft, die Thematik besser zu verstehen, den Nutzen nochmal besser zu verinnerlichen, vielleicht auch einen besseren Link zu ihren eigenen Aufgabenstellungen irgendwie herzukriegen. Tja, und ich würde... Du hast nach einem Commitment gefragt, das bekommst du sehr gerne von mir. Ja. Ja, sehr schön, genau. Und natürlich dürft ihr alle auch den Lars auf LinkedIn euch mal raussammeln und ihn direkt ansprechen oder gerne auch über uns, über mich, über hi@digitalestadtwerke.de eine Mail schreiben. Ich leite das dann auch gerne an Lars weiter. Ich glaube, wir haben eine Menge besprochen und ich schreibe noch ein bisschen was dazu zu unserem kleinen Podcast hier. Frage an dich: Haben wir was unerwähnt? Ist noch irgendwas Wichtiges ungesagt? Nein, das glaube ich nicht. Außer von meiner Seite dir Danke zu sagen für den angenehmen, netten Austausch und für die Chance, hier ein bisschen über mich und unsere Lösung zu sprechen. Aber ansonsten Kerninhalte von meiner Seite keine zusätzlichen. Nein. Hervorragend, super. Ich sitze hier ja entgegen des Bildes, das hier hinter mir projiziert ist, in einem Dachgeschoss. Das ist sehr warm hier, insofern für den Fall, dass ihr die Schweißperlen auf meiner Stirn seht. Ich brauche jetzt ein offenes Fenster. Lars, hab herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben und in die Xainsys. Ich freue mich sehr auf mehr und ja, sag erstmal Dankeschön und tschüss und liebe Grüße. Danke auch von meiner Seite. Ciao. Alles klar, ciao.